Die Juden sind rechte Lügner und Bluthunde. Darum, wo du einen rechten Juden siehst, magst du mit gutem Gewissen ein Kreuz vor dich schlagen und frei und sicher sprechen, da geht ein leibhaftiger Teufel. Was wollen wir nun mit diesem verworfenen und verdammten Volk der Juden? Das schrieb Martin Luther in seiner Schrift von den Juden und ihren Lügen etwa 5 Jahrhunderte vor heute. Luthers Judenfeindschaft wurde in der Zeit des Nationalsozialismus vereinnahmt, um die Ideologie der Nationalsozialisten da zu untermauern. Wie die Nationalsozialisten zu Luther und seinen Schriften standen, wie sie ihn deuteten und benutzten, darüber klärt gerade eine Sonderausstellung in der Gedenkstätte Topographie des Terrors in Berlin auf. Die Ausstellung, die nennt sich Überall Luthers Worte, Martin Luther im Nationalsozialismus, und sie ist damit ein Beitrag zum sogenannten Lutherjahr, dem Reformationsjahr, in dem eben ja an 500 Jahre Reformation und an Luther gedacht werden soll, und damit eben auch ein historischer Blick darauf, wie Martin Luther im Nationalsozialismus als Person und vor allem auch seine Schriften benutzt wurde. Die Ausstellung in Topographie des Terrors hat vergangene Woche eröffnet, ist noch eine Weile, und zwar bis in den November hinein zu sehen. Und ich möchte mich nun mit dem Kurator der Ausstellung unterhalten, mit dem Historiker Dr. Ulrich Prehn. Er ist am Telefon. Ich freue mich. Schönen guten Morgen, Herr Prehn. Schönen guten Morgen. Wir haben ja gerade schon gehört, ein sehr eindeutiges Zitat von Martin Luther aus seiner Schrift von den Juden und ihren Lügen. Ein Zitat, das da ganz offensichtlich gut in die Ideologie der Nationalsozialisten zusammenpasst. Wie wurde denn da Martin Luther im Nationalsozialismus genutzt und zum Beispiel auch genau solche Hetzschriften? Vielleicht fangen wir ruhig 1933 an. Und vielleicht müsste man auch dazu sagen, dass nicht nur die Nationalsozialisten, also nationalsozialistische Politiker und Ideologen, sich auf Martin Luther in dieser Zeit bezogen, sondern natürlich auch das ganze christliche Kirchenvolk, die nicht unbedingt alle Nationalsozialisten waren. Und dieses christliche Kirchenvolk hatte es natürlich auch schon vor 1933 gegeben, und sie hatten sich auch vorher schon auf Luther bezogen. Man hatte sich auch Luthers antijüdischer Spätschriften durchaus auch schon vor 1933 erinnert. Also zum Beispiel einer der führenden Lutherforscher, Georg Buchwald, brachte schon für die Innere Mission Dresden 1931 zwei der wichtigen Schriften, der antijüdischen Spätschriften Martin Luthers, raus. Die eine haben Sie erwähnt, von den Juden und ihren Lügen aus dem Jahr 1543. Es gibt noch eine zweite, die werden eben schon 1931 herausgebracht in so einer Art, ja, man kann sagen vereinfachten Form, in Auszügen, zum Teil kommentiert. Das ist also eine schwierige Angelegenheit, sozusagen das alles nur auf die Nationalsozialisten und nach 33 zu fluchten. Aber 1933 und 1934 hat es zwei spezielle Anlässe gegeben, sich in Deutschland nochmal speziell an diesen Reformator Martin Luther zu erinnern. Das ist eben zum einen der 450. Geburtstag Luthers, der in den November 1933 fiel, und den wollte man eben sozusagen auch schon länger geplant im ganzen Reich mit Feiern zu einem deutschen Luthertag 1933 gedenken. Und der zweite Anlass war, dass sich im Jahr 1934 die Bibelübersetzung durch Luther zum 400. Mal jährte. Also das waren schon mal zwei äußere Anlässe, sich an den Reformator zu erinnern in Deutschland. Dann ist ja auch die Frage, in welcher Form sich da an den Reformator erinnert wurde. Mhm. Und da stand im Stürmer, also eigentlich in dem Hetzblatt der Nationalsozialisten, über Luther einmal die Schlagzeile: Dr. Luther ist einer der großen Antisemiten der deutschen Geschichte. Wie haben da ja die Nationalsozialisten Luthers Schriften für ihre Propaganda genutzt, und wie klar haben sie denn da auch reininterpretiert oder vielleicht auch missinterpretiert? Wie würden Sie das einschätzen? Tatsächlich, der Stürmer hat Martin Luther immer wieder aufgegriffen. Dieses Zitat, was Sie gebracht haben vom größten Dr. Luther ist der größte Antisemit der deutschen Geschichte oder einer der größten Antisemiten, das ist aus dem Jahr 1937. 1935 hatte man schon eine Strecke im Stürmer sozusagen gebaut, wo auf einem Titelblatt einer Ausgabe, die speziell sozusagen sich der Judenfrage widmete, da war eine Karikatur abgebildet, wo die Leser, und sie sollten dann Leserbriefe und Lösungen schicken, in einem Bilderrätsel sollten sie sozusagen die getauften Juden aus einer Gruppe von Menschen erkennen. Und das war natürlich eine vertrackte Angelegenheit, auch wenn man glaubte, dass man Juden immer erkennen könne, wurde doch dann eben hier sozusagen in der Auflösung gesagt, dass man das eben so einfach ja nicht tun könne. Und dass eben
trotz der Taufe Juden immer Juden blieben. Nur man könnte sie nicht so einfach immer erkennen. Und der Clou an der Geschichte war aber, dass man dort eben schon in diesen Ausgaben, wo also dieses Bilderrätsel, würde man heute sagen, gestellt wurde und die Auflösung gebracht wurde, dass dazwischen genau platziert war, das Frontispiz der Ausgabe von den Juden und ihren Lügen aus dem Jahr 1543. Also da wurde ein direkter Konnex sozusagen hergestellt. Dieser Stürmer Schlagzeile steht nun Ihr Ausstellungstitel eigentlich gegenüber, und zwar Überall Luthers Worte. Und genau das bezieht sich ja auf ein Buch von dem evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer von 1937. Und in diesem konstatiert er, also Bonhoeffer, Überall Luthers Worte und doch aus der Wahrheit in Selbstbetrug verkehrt. Der Widerstandskämpfer Bonhoeffer, der ja war, auch selbst bezeichnet, hat also schon früh über die Vereinnahmung Luthers durch die Nationalsozialisten berichtet. Die Frage, die sich da stellt, inwiefern wurde denn Luther tatsächlich vereinnahmt und missbraucht für eine Ideologie der Nationalsozialisten, weil tatsächlich hat ja Luther antijüdische Schriften veröffentlicht, die da auch sehr eindrücklich antijüdisch sind. Genau, also dieses Bonhoeffer-Zitat, Sie haben es ja schon gesagt, 1937 muss man vielleicht erstmal etwas enger interpretieren, ist sicherlich eine innerkirchliche Auseinandersetzung erstmal, eine theologische Auseinandersetzung, und Bonhoeffer denkt darüber eigentlich nach, was man mit Luther sozusagen innerkirchlich anstellt. Aber Sie haben natürlich recht, die Vereinnahmungen haben längst stattgefunden und man kann das durchaus in dieses Zitat mit hineinlesen. Und man kann, glaube ich, sagen, dass, das habe ich ja schon versucht zu sagen, seit 1931 die Vereinnahmungen sozusagen durch Theologen, durch Publizisten stattfinden. Das nimmt aber dann im Laufe der Jahre 33, 34, 35, 36 durchaus immer wieder stark zu. Es gibt eigentlich immer wieder diese, ich will mal sagen, Luther-Leitausgaben der antijüdischen Spätschriften. Und das kulminiert, das ist ganz klar, das ist auch sozusagen ein zweites Schwerpunktjahr außer 1933 in dieser Ausstellung, ist das Jahr 1938, als man sich in dieser Schriften als man an diese Schriften ganz konkret erinnert, an vor allen Dingen an die Schrift von den Juden und ihren Lügen von 1543, anlässlich der Novemberpogrome. Und das tut vor allem der thüringische Landesbischof, also der höchste Kirchenführer in Thüringen, indem er 1938, knapp 14 Tage später, kann man sagen, eine Schrift herausbringt, auf der gar nicht mehr sein Name steht, sondern nur noch die Zeile prangt: Martin Luther über die Juden, weg mit ihnen, Ausrufezeichen. Und dann wird eigentlich der ganze Maßnahmenkatalog, der historische Luther sozusagen, mit seinen Maßnahmen der scharfen Barmherzigkeit, wie es bei Luther heißt, gegenüber den Juden, wird dann tatsächlich auch korrekt wiedergegeben. Und da geht es dann eben wirklich vom Niederbrennen der Synagogen, der Zerstörung ihrer Häuser, der Konfiskation jüdischer Schriften, ein Lehrverbot für Rabbiner, was gefordert wird und Luther schon gefordert hat, Aufhebung des freien Geleits, Verbot des Zinsnehmens, Konfiszieren des Eigentums, des jüdischen Eigentums. Und da wird einem dann schon einiges deutlich: Zwang zur Handarbeit und bei mangelndem Erfolg dieser Maßnahmen die Vertreibung der Juden. Und diese Schrift, die der thüringische Landesbischof Martin Sasse herausbringt, hat eben noch im Jahr 1938 eine Auflage von 100.000 Exemplaren. Also da kann man auch so ein bisschen die gesellschaftliche Strahlkraft sehen, die das gehabt haben könnte, dürfte. Sie haben auch die innerkirchlichen Konflikte angesprochen, auf die sich das Zitat von Dietrich Bonhoeffer eigentlich so bezogen habe, also das Zitat über Luthers Worte. Diese Konflikte, also da vor allem zwischen bekennender Kirche, der ja da Bonhoeffer angehörte, und den deutschen Christen, wie unterschiedlich war denn da vielleicht auch gerade so eine Luther-Rezeption, oder wie unterschiedlich hat man denn darauf geblickt, wie Luther in dieser Zeit ab dem Jahr 33 etwa eben rezipiert wurde? Also um mal ganz grob nochmal, nicht jedem sagt vielleicht auch der Begriff deutsche Christen etwas, bekennende Kirche, man kennt dann diese Lichtgestalten, Niemöller, Bonhoeffer vielleicht schon eher. Interessant ist genau das, was Sie sagen, tatsächlich beziehen sich beide Lager auf Martin Luther. Sie tun das in unterschiedlicher Art und Weise, auch das stimmt in Ihrer Vermutung. Und aber erstmal ganz grob gesprochen sind natürlich, kann man sagen, dass mit in der bekennenden Kirche ist ganz stark auch ein lutherisches Bekenntnis eine Rolle spielt in so einer freien, synodalen Organisationsform der Kirche. Also man könnte jetzt etwas salopp sagen, Kirche von unten ist vielleicht ein bisschen zu modernes Wort dafür, während die deutschen Christen natürlich vor allem auf etwas reagieren, nämlich auf die Zersplitterung
in Landeskirchen, in Konfessionen und sagen, unter einem Reichsbischof lutherischen Bekenntnisses, aber das sagen sie auch, wollen wir sozusagen eine deutsche evangelische Reichskirche errichten, was ihnen auch gelingt. Ein Reichsbischof wird tatsächlich installiert. Der ist dann nicht so erfolgreich in seinen Bemühungen, auch alle kirchlichen Strömungen hinter sich zu bringen, aber die stehen sich erstmal so gegenüber. Und es ist ein bisschen die Frage, wie man Volkskirche, wie man das definiert, weil das ist eben auch schon ein Begriff, der in den 20er Jahren eine starke, ja, auch innerkirchliche Bewegung ist. Aber tatsächlich sagen beide, sie beziehen sich auf das Erbe Martin Luthers. Und das ist erstmal bleibt das dann doch ziemlich an der Oberfläche, was damit gemeint ist. Also die deutschen Christen wollen eben tatsächlich diese reichskirchliche Einigung unter Luthers Fahnen sozusagen vollziehen und sagen auch sowas wie, dass sie Luthers oder das Werk der Reformation im Dritten Reich vollenden wollen. Und das lassen sich natürlich Leute wie Niemöller oder Bonhoeffer dann nicht mehr so leicht bieten und wollen da nicht mitgehen. Wenn man auf die heutige Rezeption von Luthers vor allem späten Schriften schaut und seinen antijüdischen Schriften, dann machen die ja oder sind die aus heutiger Sicht da für viele eben problematisch und machen Luther auch zu einer problematischen Persönlichkeit, vor allem für Juden und Jüdinnen heute. Wie sehen das Sie das aus so historischer Sicht? Wie passt das da auch in die NS-Ideologie rein? Naja, ich habe ja schon versucht, anhand der Novemberpogrome deutlich zu machen, dass das ganz hervorragend passte. Nun sollte man aber vielleicht auch, Sie fragen ja nach der heutigen Bedeutung. Und mir fällt dann doch stark auf, dass in dieser ganzen Luther-Dekade, die wir inzwischen bis 2017 haben, die jetzt endet, in der sich auch die evangelische Kirche in Deutschland ganz stark, das muss man wirklich sagen, mit diesen antijüdischen Spätschriften auseinandergesetzt hat, sich schwer tut. Es fällt aber auf, dass doch in vielen Diskussionen öffentlich dann doch eigentlich immer nur gesagt wird, das sei die dunkle Seite des Reformators, um dann ganz schnell auch wieder auf die hellen Seiten zu kommen. Und vielleicht müsste man aber doch auch einige der anderen Schriften Luthers und auch gerade im Verhältnis zu diktatorischen Regimen, zum Nationalsozialismus, also die Zwei-Reiche-Lehre und deren Auslegung, nochmal neu angucken, Luthers Kriegsschriften sich nochmal neu angucken, die Türkenschriften sich nochmal neu angucken, gerade wenn immer so im Doppel gesagt wird, das ist die dunkle Seite des Reformators. Und ich sage es jetzt mal etwas vielleicht vereinfachend, danach widmen wir uns wieder der Toleranzkultur. Dann muss man einfach auch sagen, Luther war kein toleranter Mensch. Und zwar in sehr vielen seiner Schriften und Äußerungen war er sehr intolerant. Also das ist sicherlich auch ein Problem, dem man sich vielleicht etwas stärker widmen müsste. Die Kriegsschriften habe ich erwähnt, die Türkenschriften sind kein Zeichen von Toleranzkultur. Mit Ihrer Ausstellung möchten Sie eben auch einen Blick darauf werfen, aber vor allem eben auf eine Rezeption von Luthers antijüdischen Schriften im Nationalsozialismus. Wie, wenn wir da mal auf die Ausstellung selber blicken, wird genau dieses Thema denn in der Ausstellung aufgegriffen und vor allem auch dargestellt? Wie kann ich mir die Ausstellung vorstellen? Die Ausstellung arbeitet sehr stark mit visuellen Eindrücken. Also wir haben versucht, es sind natürlich sehr viele Themen und das ist klar, bei Religion und Theologie sind sehr viele Dinge sehr wortlastig. Das kann sich eine Ausstellung ja nur begrenzt leisten, wenn man die Zuschauer wirklich auch und die Besucherinnen und Besucher an sich binden und an das Thema binden möchte und sie dazu einladen möchte, sich darauf einzulassen. Wir versuchen das also ganz stark durch visuelle Dinge und auch durch Hörstationen sozusagen sich uns dem Thema zu nähern. Und wenn wir zum Beispiel das Beispiel der antijüdischen Spätschriften nehmen, dann zeigen wir also vielleicht auch mal sozusagen ein Original. Wir zeigen ganz stark eben, wer sich darauf in der Theologie und in der Publizistik bezieht. Das geht auch sehr gut durch Buchtitel, das geht auch sehr stark durch Illustrationen, also zum Beispiel auch die Gleichsetzung von Luther und Hitler, die keine Seltenheit war. Das geht mit wirklich auch grafischen Dingen, wie eben Buchcover, würde man heute sagen, gestaltet sind. Es ist aber auch interessant zu sehen, wie die Ausstellung Der ewige Jude, die ja sozusagen genau um die Zeit der Novemberpogrome und danach auch noch im Reich und in Österreich, im Deutschen Reich und in Österreich gezeigt wird, wie da eben Luther auch tatsächlich als Figur, als historische Figur auftaucht in Porträts. Das haben wir versucht abzubilden, indem wir auch mal eine Doppelseite aus einer doch sehr auflagenstarken Illustrierten zum Beispiel zeigen. Also das ist auch visuell, ist das, glaube ich, gibt es da doch einige Funde, die viele Besucherinnen und Besucher das erste Mal in ihrem Leben gesehen haben werden und hoffentlich interessant genug sind, sich die ganze Ausstellung anzugucken.
Die ganze Ausstellung, die sich da nennt, überall Luthers Worte, Martin Luther im Nationalsozialismus, eine Ausstellung in der Gedenkstätte Topographie des Terrors in Berlin. Vielleicht, Herr Prien, nochmal abschließend gefragt. Sie haben jetzt eben gesagt, Luther war keine tolerante Persönlichkeit und dass diese Betrachtung fehlt Ihnen so in diesem Lutherjahr und dem Höhepunkt der Reformationsdekade in diesem Jahr. Wieso ist es aus Ihrer Sicht interessant, sich heute dem Martin Luther nochmal zu widmen und seiner Rezeption in einer verschiedensten Zeiten, die es so gab? Was kann uns das heute auch noch aussagen oder mitgeben? Und warum haben Sie damit auch so eine Ausstellung lanciert? Ich glaube, also man kann, glaube ich, Luthers Bedeutung, und die ist ja auch sozusagen über die Jahrhunderte hinweg, die ist ja nie verschwunden. Also Luther als Lichtgestalt, als mit seinen Verdiensten um die deutsche Sprache, mit der Bibelübersetzung, das sind ja Dinge, die sozusagen gar nicht in Frage stehen. Wenn man sich aber dann eben auch mal anguckt für eine bestimmte historische Epoche, und das sind eben 12 Jahre, es sind besondere Jahre, Diktaturbedingungen, wie dann Zeitgenossen wie etwa Dietrich Bonhoeffer sich tatsächlich, man kann sagen, innerlich mit sich ringen, mit Luther abkämpfen. Das wird sicherlich nach 1945 in den Folgejahren sozusagen für die ganze deutsche evangelische Kirche auch so gewesen sein. Dafür gibt es auch verschiedene Belege, dass die sich natürlich fragen mussten, hat nicht sozusagen das, was man deutsches Luthertum nennt, in diesen Jahren und auch schon davor im Kaiserreich eigentlich schon total politisch versagt. Das sind natürlich Fragen, die zur Gegenwartsbestimmung, glaube ich, immer eine Rolle spielen, also auch heute. Also auch heute müsste man sich ja fragen, was bedeutet eigentlich Luther und Luthers Erbe heute? Und wenn diese Ausstellung auch dazu mit einlädt, dann hat sie neben historischer Aufklärung vielleicht noch einen weiteren Zweck erfüllt.